Hallo und zurück zu Find Room 96. Heute machen wir das zweite Hotel. Let's go. Okay. Sieht schon mal ein bisschen anders aus. Schlagzeit 8 Minuten 20. Hier muss man noch schneller durchlaufen als beim letzten. Okay. Studieren Sie diesen Raum sorgfältig. So sollte er aussehen. Wenn Sie Anomalien finden, benutzen Sie den Aufzug, auf dem Anomalien bestätigen steht. Ansonsten benutzen Sie den Aufzug, auf dem keine Anomalie steht. Wenn Sie sich auf Ebene 0 befinden, nutzen Sie immer den Aufzug, mit dem keine Anomalie steht. Um zu beginnen, aktive visuelle Unterstützung im Optionsmenü, um die Identifizierung möglicher Anomalien auf der Ebene 0 zu erleichtern. Aber ich muss doch hier gar nicht identifizieren, oder? Oder sind hier schon welche verbaut? Wie das hier zum Beispiel, das Bild sieht schon mal komisch aus. Wie rum hält man das? Doch verkehrt rum aufgehängt, oder? Hier weiß ich jetzt schon, das wird schwierig, weil wenn ich mal angucke, was ich hier am Muster überall habe, auch das Holz, die Täfelung, alles ein bisschen älter. Dann sehe ich hier schwarze Flecken auf dem Boden. Die sehe ich von hier nicht. Das ist fies. Boah, das ist echt fies. Guck mal hier, ich habe ja überall schwarze Flecken auf dem Boden. Ich hoffe, dass der Fußboden da nicht mit drin steckt. Dann habe ich hier keine Anomalie. Tür, Griff rechts, Griff links. Schon mal wieder ein Unterschied. Obwohl, wenn du umdrehst, Tür ist auch nicht. Griff links. Verdammt, ich bin schon müde. Griff links bleibt Griff links. Okay. Griff links. Und hier steht eine Zahl drauf, da nicht. Hier steht drauf 14:15, 14:14, 14:13. Und hier ist auch so ein Kreis oben drin. Ne? Ja, wenn ihr da irgendwas gemacht habt, hier ist der Kreis auch. Okay. Ist der überall? Hier auch. Okay. 13, 14, 15, 12. Und das ist die 11 und da steht die Tür offen. Eine Kommode, ein Sessel und da ist der andere Aufzug. Okay, auch keine Lampe an der Decke an der Stelle. Hier hinten ist die 10. Also 11, 10, dann ist hier die 9. Wenigstens schon mal ist es gleich laufend. Hier ist die 8, hier ist die 6, die 7 fehlt. Oh, fies, Leute. Da wäre ich ja jetzt beim ersten Mal leicht drauf reingefallen, ne? Hier ist ein Bild mit Bäumen, hier ist ein Sessel. Die Kommode ist hier noch zwischen 13 und 14 ist die Kommode. Hier ist ein Bild mit Schnee und anderes irgendwie oben drüber. Ne? Sieht irgendwie aus, als wenn jemand zwei übereinander kopiert hat. Hier steht die Ebene, das ist okay. Hier auch. Eins. Oh, hier ist ein extra. Nee, das ist fies. Einer hier. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Gut, fangen wir an. Lass uns überraschen. Lass uns überraschen. Das Bild stimmt. Hier war keine Nummer drauf. Da auch nicht, das weiß ich noch. Griff ist rechts in Seite. Tauben waren ja auch hier. Dann war das Bild auf der Seite. Hier ist die Kommode. 15. Sessel. 14. Kommode. Hatte ich zwei Kommoden? 13, 14. Ich bin doch mal hier, war die Kommode hier vorne. Da war doch keine Kommode, oder? Die ist zu viel. Das ist eine Anomalie, würde ich sagen. Das ist eine Anomalie. Ich gehe mal hier raus. Bestätigen. Oh, verdammt. Habe ich das nicht richtig geguckt? Habe ich das nicht richtig geguckt? 10. Das war die 11. Das weiß ich. 11, die 12, 13 und 14. Da war die Kommode zwischen. Habe ich das hier vorne irgendwie nicht auf dem Zettel gehabt? 15, Kommode. Das Bild stimmt. Hier ist ja sowieso okay. Schauen wir nochmal. So, nochmal. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Kommode. 14, Kommode 13, das stimmt auch, dass der Sessel 12, die 11 ist offen. Sessel, der Aufzug, hier ist die 10, das stimmt auch. Die 9, die 8 und hier war die 6. Da war ja dieser Schritt zwischen. Okay, dann war hier das Bild mit den Bäumen. Hier vorne war das Bild mit den komischen Häusern hier. Hier waren die Tauben.
Hier ist die Schneelandschaft, das ist richtig. Und hier war der Baum auf dem Bild drauf. Dann habe ich hier die Einzellampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das passt auch. Also ich bin trottelig, ich war doch keine Anomalie. Ich bin irgendwie zu müde gerade. Sorry, ich stelle mich gerade ein bisschen dämlich an. Auf geht's. So, das Bild stimmt. Teflon sieht gut aus. Die Tür, Griff links, Griff links. Taube, Kommode, die 15, die 14. Die Kommode ist da, die andere Kommode ist dazwischen. 13, 14 war die Kommode. Aber hier stand doch ein Sessel, glaube ich, ne? Das müsste Anomalie sein. Da waren noch zwei Sessel auf der Etage. Sehr schön. Okay. Das war die 10. Das ist die 11. Das Bild mit dem Baum. Das Schneebild. 12 und die 13. Kommode und die 14. Das stimmt auch. 15. Das war auch der höchste Raum von den Nummern her. Taube, die Tür, das Bild, Deck, stimmt hier auch. Die Bäume, Sessel, das ist die 6. Dann war hier die 8. Ist die Tür mehr verschrammt? War die vorher auch schon so? Verdammt. Ich mag das nicht. Für mich sieht das aus wie Anomalie, aber das ist bestimmt normal gewesen, oder? Ich riskiere es, komm. Na, verkehrt, war klar. Die Tür ist also mehr zerkratzt wie die anderen. Warum habe ich das hier vorher einfach ein Bild und beobachtet? 10, das stimmt. Ich muss ja eh durchlaufen. Ich bin ja wieder Ebene 0. Immer wenn der Text an der Seite steht, weiß man, dass man wieder durchlaufen muss. So, noch ungewohnt, dass die Fahrstühle nicht nebeneinander sind. Das Bild, keine Nummer, keine Nummer. Kommode, die 15. Die 6, 14, 13 mit Kommode. Dann ist das die 8, weil die 7 fehlt. Das Schneebild, die 12, das ist die 11. Da fehlt die Kommode hinten. Das ist jetzt aber Anomalie. Jetzt habe ich auch mal was gefunden. Sehr schön. Wenn ich das hier auch wieder speedrunmäßig irgendwann schaffen muss, dann wird das verdammt schwer, glaube ich. Erstmal gucken. Wir lernen ja, ne? Das ist die 11. Jetzt ist alles wieder richtig. Da fehlen auch Kommoden. Ich hätte doch drei Kommoden hier auf dem Weg. Zwei oder drei. Also Anomalie. Sehr schön. Ist die 10. Lampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Kommode stimmt. Die 9. Schneebild 12, Sessel 13, Kommode 14, 15, Kommode und der letzte Raum auf der Seite oder der erste kann man auch sagen. War hier nicht ein Bild? Nee, hier war der Text. Nicht irritieren lassen, Tux. Das ist das Bild mit dem Baum. Hier fehlt aber was zwischen. Das ist auf jeden Fall, da war ein Sessel. Da muss was hin. Da war nichts frei. Sehr gut. So, also allmählich kommen wir rein. So. Eigentlich müsste der Raum ja das Ganze ja fast leichter sein wie die erste Etage, weil man auch weniger Zeit hat. Oder man muss halt nicht besser merken. Ne? 11, 12, Sessel 13 müsste dann kommen. Die Tür ist mehr zerkratzt. Haben wir jetzt ja gelernt. Die 6 führt ja die 7. Da ist der Sessel zwischen. Hier das Bild, hier ist eine Tür und da ist eine Tür. Genau, das Bild ist verkehrt. Da muss dieses komische Haus sein, wo man nach oben guckt. Kann einfach nicht rennen. Nur mit Zeit zu sparen. Einfach es eh nicht schaffen. Das sehe ich jetzt schon. 6:30 Minuten habe ich jetzt. 10. Die Lampe ist da. Sessel. Die 11. Hier ist die 9. Schneebild,
12, der Sessel, die 8 ist zerkratzt. Kommode, hier ist die 6, das stimmt auch. Bestimmt steht da einfach mal die 7 oder sowas dran. Ja, so ein Quatschwetter mal sein. Könnte ich schwören, das sieht gut aus. Richtig, okay. Sehr schön. Das Bild stimmt. Keine Beschriftung. Griffe sind links. Taube, Kommode, das ist die 15. Das Baumbild, die 6. 14, 13, Kommode zwischen Sessel. Die 12 stimmt auch. 8 ist zerkratzt. Das Schneebild. Die 11 mit den Geräten drinnen, die Sessel. Ist die 9, Baumbild und die 10. Keine Anomalie, würde ich sagen. So, nächste Etage. Bild stimmt. War auch richtig, genau. Kommode 15. Das Schneebild. Das ist hier schon. War eigentlich hier erst das Baumbild. Genau, Anomalie. So, geht's weiter. Die 10. Lampe. Abgrenzung. Hier ist ein Feuerlöscher, ist nicht richtig. Der war eben nicht da. Das stimmt, ist das die 10? Ja, 10. Ich muss einen Quatsch übersehen, weil wenn man das gewohnt ist, irgendwann rennt man dann so durch. Naja, wird schon stimmen und dann hast du ja genau das als Fehler und übersiehst das. Genauso hier, wo ich immer erwarte, dass da einmal meine 7 dran steht. 14, das stimmt auch. 15, das Bild ist da, hinten ist das Schneebild. Die sind verdreht. Oder nee, zweimal das gleiche Bild, das Taubenbild fehlt. Also Anomalie. So, die Tür mit der 10, das passt. Das Bild passt. Hier fehlt was vorne, da fehlt der Sessel. In den Lücken ist mal der Sessel. Schon wieder, ne? Fehlt schon wieder der Sessel. Hä? Sagen wir dasselbe? Das ist aber schlecht. Was kann man noch nicht. Ah, ich hab's geschafft. Yes, haben es geschafft. Sehr schön. So, aber wir haben es natürlich nicht geschafft, das nächste Hotel freizuschalten, wie wir sehen. Also müssen wir es nochmal spielen. Versuchen schneller alles zu finden. Das machen wir jetzt nochmal. Wir kennen ja jetzt schon alles. Können wir gleich wieder loslaufen. Hier rein. Noch sind wir frisch drinne. Taube, Kommode, das ist die 15, Baumbild, die 6, 14, 13, Kommode zwischen, das stimmt auch. Hier ist die 8 zerkratzt, Sessel, die 12, Feuerlöscher, verkehrt, gab es vorher nicht. Anomalie hatten wir schon mal, sehr schön. Da ist die 10, Lampe oben drüber, Sessel, die 9, das Bild richtig? Ja, das Bild ist richtig. Kommode stimmt. Schneebild. Die 12. Der Sessel. Die 8 zerkratzt. 14. 13, 14. Falsch schon gedacht, habe ich zweimal 14 gelesen. 15. Kommode ist auch richtig. Hier ist das Baumbild. Hier steht nichts drauf. Das Bild stimmt. Das Bild stimmt. Also ich würde sagen, hier ist alles korrekt. Sehr schön. So, steht jetzt drauf, Griff, richtige Seite, Kommode, die 15, das Bild stimmt, Sessel, die 14, die Kommode, 6, ist das die 8, 13 und 12, ist da Sessel zwischen, das passt auch, das Schneebild, die 9, in der 11 stehen die Sachen drin, das passt auch, hier ist die 10, Lampen stimmen, würde sagen, hier ist nichts. Bitte, bitte, bitte. Sehr schön.
So, das Bild stimmt. Die Tür stimmt, die Tür stimmt. Die Tauben sind richtig kommode. Die 15, der Sessel. Die 14, Kommode. Die 6 und die 8, zerkratzt. Sessel. 12. Ist die 9. Hier ist die 11. Scheint soweit okay zu sein. Hier ist das Baumbild. Hier ist der. Keine Anomalie, würde ich sagen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Drück die Daumen. Sehr schön. So, das Bild stimmt. Nichts drauf, nichts drauf. Griff, richtige Seite. Die Taube, Kommode, das ist die 15. Das Baumbild ist hier richtig. Dann habe ich hier die 6, 14. Haben wir das Baumbild eigentlich zweimal? Oder ist das noch ein anderes Bild? Verdammt. Aber ich habe da hinten ja nochmal das Bild mit dem Baum, ne? Die 8. Schneelandschaft. Nee, ist ein anderer, das ist ja ein bisschen flacher. Genau so war das. Das andere war das große Baumbild. Das kleine Baumbild. Hier ist Anomalie, weil da fehlt die Kommode. Hatten wir auch schon mal. So, weiter geht's. Das ist die 10. Lampen stimmen. Sessel, die 9. Das Bild stimmt. Der Raum ist jetzt auch wieder okay mit der 14. Ja, die 11 meine ich. Das ist die 12. Schneebild, die 8, die zerkratzte, okay, Sessel ist dabei, 13, Kommode und 14. Was sind die 12 hier? Ja, 12, 13, 14. Die 6, dafür die 7, ja, logischerweise, das kennen wir ja schon. Dann habe ich hier die 15, die Kommode, die beiden Bilder stimmen, das Bild stimmt auch. Ich würde sagen, hier sind wir auch durch. Bitte, bitte, bitte. Sehr gut. Jetzt habe ich hier, das Bild ist richtig, das ist auch richtig, Kommode, ist das die 15, das Bild stimmt, der Sessel stimmt, die 6, 14, 13, dann ist das die 8, die zerkratzte, das ist die 12, das ist die 11, stimmt auch, die 9 und die 10. Schade, man müsste immer auf der Seite anfangen, wo... Weil sie auf dem bei einem anderen Fahrstuhl anfangen und dann nicht hinlaufen. Aber andersrum ist ja dasselbe, ne? Wenn du was findest, musst du den ganzen Weg auch in eine andere Richtung laufen, ist egal. War auf jeden Fall richtig. Die beiden Türen sind in Ordnung. Hier ist die Taube, die Kommode, die 15. Hier fehlt der Sessel. Gleich weiterlaufen. Wie viel Zeit habe ich noch? Also viel Zeit habe ich nicht mehr. Wie viele Ebenen waren das vorhin? Waren das wieder 12? Da ist die 10. Ich muss das ein bisschen schneller irgendwie machen. Das stimmt. Hier fehlt der Sessel. Boah, ich kann nicht weiterlaufen. So. 10. Sessel. 9. Die 11. Die 12. War noch eine Kommode oder hast du zwei? Ich glaube, das waren nur zwei. Dann ist das die 8, das ist die 6. Hier zwischen war auf jeden Fall eine Kommode. 13, 14 und die 15 ist hier. Die Kommode. Das Bild ist verdreht. Also, das ist schon mal Anomalie. Lauf, 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 lauf. Die Zeit rennt davon. So. 10. Das Bild stimmt, Sessel stimmt, die 11 stimmt, 9 stimmt, 12 stimmt, das Bild stimmt, die 8 stimmt, Sessel, die 13, Kommode, 14 stimmt, die 6 stimmt, Sessel stimmt, das Bild stimmt, 15, Kommode. Meine Bilder sind auch in Ordnung. Die Lampen okay. Ja. Also bitte, bitte, bitte. Sehr schön. Oh, ich habe es geschafft. Ich sehe da hinten, ist die Tür schon richtig. 6 Minuten 13 haben wir gebraucht. Das passt ja. Kann man ganz gut schaffen. Zack. Ja, gut. Und damit sind wir wieder angekommen am Ende des Videos. Das nächste Mal machen wir dann den nächsten Raum, also das nächste Hotel, wohlgemerkt. Und ja, sehen wir uns. Bis dann. Euer Blatax. Ciao, ciao.